Das ist keine Finanzberatung, nur meine persönliche Meinung. Und nein, ich bin kein Anlageberater. Ah, Sound läuft auch gut. Ja, was soll man sagen? Der Markt steigt weiter. Wir sind gerade bei 1,21 Billionen Dollar hochgegangen. Oder vielleicht sogar ein bisschen mehr an Marktkapitalisierung. Viele glauben tatsächlich, dass jetzt der Bullenmarkt beginnt. Ich sage dazu immer noch ganz vorsichtig nein. Es ist normal, dass der Markt vorm Halving etwas in die Höhe geht. Das heißt nicht, dass er jetzt durchmarschieren wird. Wir können davon reden, wenn wir Bullenmarkt-Feeling kriegen, ganz ehrlich, wenn Bitcoin bei 45.000, 50.000 ist, dann können wir davon ausgehen, okay, wir sind im Bullenmarkt. Jetzt zur Zeit würde ich noch lange nicht davon ausgehen, aber natürlich sollen wir uns erstmal darüber erfreuen auch und entspannen. Bitcoin bei 31.000 ist mal wieder schön zu sehen, dass er das schafft. Wie gesagt, 32.500 denken viele, dass da erstmal ein Abverkauf kommt. XRP bei 53 Cent ist ja auch klar, ne? Weil ich kriege ja morgen mein Geld und da würde ich auch gerne mal ein bisschen shoppen gehen wieder, aber was soll's, ne? Es ist ja immer das Gleiche. Also ihr könnt sicher sein, wenn morgen mein Geld da ist, ich gekauft habe, dass spätestens dann eben halt Mittwoch der Markt wieder runtergeht. Das ist ja dann immer so der Fall und von daher warten wir erstmal ab, aber nichtsdestotrotz können wir uns natürlich erstmal aufatmen, erfreuen dran und mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Ne? Wir müssen einfach erstmal geduldig bleiben. Zum Market Maker gibt es natürlich erschreckende Neuigkeiten, nicht nur das kleine Theater mit den Validatoren. Was da jetzt rausgekommen ist, finde ich schon bedenklich und verstehe auch viele, dass sie wirklich erstmal sagen mit Nein. Aber nichtsdestotrotz starten wir einfach mal. Und ich habe auch natürlich ein paar sehr interessante und geile News mal wieder. Und kann dazu natürlich noch etwas Besonderes sagen, weil viele denken dann gleich erstmal, oh, Konkurrenz von Ripple, Konkurrenz von Ripple. Nein, es ist eben halt nicht. Standard Chartered und Deutsche Bank schließen Stablecoin-Tests auf UDPN-Blockchain ab. Großbanken liefern sich ein Wettrennen um die Einführung des führenden Anwendungsfalls der Blockchain, wobei Standard Chartered und die Deutsche Bank die jüngsten sind, die Stablecoin-Zahlung testen. Stablecoin sind mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von über 100 Milliarden US-Dollar wohl einer der führenden Anwendungsfälle für die Blockchain-Technologie. Die größten Banken der Welt erkennen diese Chunks, die in Stablecoins steckt und sind sehr daran interessiert, die Technologie zu übernehmen. Am Montag gab SC Ventures, der Entwicklungsarm des Bankriesen Standard Chartered und der Deutschen Bank, den Abschluss eines Stablecoin-Zahlungstests bekannt. Die Banken führten den Proof of Concept POC über das Universal Digitale Payments Network UDPN durch. Bevor wir weitermachen, Standard Chartered ist ein Ripple-Partner. Die Deutsche Bank ist ein Ripple-Partner. Und die verwenden anderes Blockchain. Das ist richtig. Aber die Interoperabilität, die Ripple mit dem XRP-Ledger bald haben wird, haben Tests gemacht mit UDPN zusammen Blockchain. Ob die beiden zusammen kommunizieren können. Und es war damals erfolgreich. Im Gegensatz zu öffentlichen Blockchain ist das UDPN ein Messaging-Netzwerk, das den Austausch von digitalen Zentralbankwährungen, CBDCs und regulierten Stablecoins ermöglichen. Ziel ist es, die Interoperabilität zwischen den zahlreichen existierenden Stablecoins und geschlossenen digitalen Währungen wie CBDCs der oder von Banken ausgegebenen Einlagentoken zu ermöglichen. Also, es wird trotzdem über den XRP-Ledger laufen. Nur so viel dazu. Wie SWIFT in der traditionellen Bankwelt verwendet auch UDPN Nachrichten für die Kommunikation zwischen Banken. Es kombiniert jedoch Nachrichten mit der Transaktionsfunktionalität auf der Blockchain, um Vermögensübertragung zu ermöglichen. Viele denken ja jedes Mal, wenn sie hören, von wegen UDPN, gab es früher auch schon Gerüchte, dass es ja die Konkurrenz von Ripple ist. Ich kann euch nur sagen, die arbeiten zusammen. Von daher muss man sich keine Sorgen machen und alles gut. Ne?
Von daher ist es doch schön zu sehen, dass zwei Großbanken, muss man ganz ehrlich sagen, es sind zwei Großbanken, es sind Riesenbanken, auch die Deutsche Bank, muss man ganz klipp und klar sagen, schon jetzt mit Blockchain-Technologie und Stablecoins natürlich zu tun haben. Ne? Aber wen wundert, sind ja auch beide mit Ripple verbunden. Von daher ist auch kein Wunder. So, fast 500 Millionen XRP in den letzten 24 Stunden verschickt worden von Ripple-Gigant ist beteiligt, natürlich. Ne, Ripple hat mal wieder über 500 Millionen XRPs durch die Gegend geschoben. Natürlich, was haben sie gemacht? Sie haben es natürlich an Börsen zu 100% verkauft. Da kommen wir wieder zu meiner kleinen Theorie, dass sie jetzt tatsächlich in den letzten Wochen oder letzten 2 Monaten, kann man eher sagen, eben halt schon das Geld sich jetzt anhäufen, um halt die Strafe, die sie ja noch bekommen oder die sie bezahlen müssen, eben halt gleich loslegen zu können. Und von daher, mich persönlich stört es nicht. Sind mal eben 500 Millionen XRP mehr auf den Markt gekommen. Ihr habt ja gesehen, den Kurs ist auf 53 Cent. Klar, er wäre vielleicht ohne die Verkäufe natürlich ein bisschen höher jetzt schon, aber ganz im Ernst, wen interessiert's, ne? Weil im Endeffekt, selbst 500 Millionen kaufen oder verkaufen, wird den Kurs nicht so groß jetzt beeinflussen, dass man sagen könnte, oh, wir wären jetzt schon bei 4, 5 Dollar, ne? Also von daher nutzt es uns allen nichts. Ripple macht im Moment sein Geld damit, damit sie auch die Strafe sicherlich locker bezahlen können und von daher alles gut. Und wir warten sowieso auf die Verwendung und dann haben wir sowieso ganz andere Kurse. Von daher einfach ganz entspannt bleiben. Ne? Auch wenn Ripple jetzt die 500 Millionen mal wieder verkauft hat, was soll's, ganz ehrlich. Also darüber rege ich mich überhaupt nicht auf. Ich verstehe es sogar, wie ich ja gestern auch schon gesagt habe, ich würde es nicht anders machen als Unternehmer jetzt. Ne? Weil ich würde ja nicht an mein Konto rangehen oder am Firmenkonto rangehen, um das dann zu bezahlen, wenn ich die Möglichkeit habe, das Geld, was ich bezahlen muss, als Strafe irgendwie anders zu besorgen. Ne? Und dann verkaufe ich eben auch XRP, wenn ich jetzt an Ripple Stelle wäre. Hätte ich nicht anders gemacht. So, XRP Ledger Top Wallet gibt dringende Warnung an Samsung-Benutzer aus. Ich weiß ja nicht, wer von euch ein Samsung-Handy hat, aber es geht um ein ganz besonderes. Zoom warnt Samsung-Nutzer vor diesem dringenden Problem. Die XRP Ledger Wallet Zoom bietet ihren Samsung-Nutzern eine dringende Warnung. In einem neuen Tweet erwähnte die XRP Ledger Wallet, dass die Bereiche von Samsung Zoom-Nutzern erhalten hat, insbesondere von Samsung Galaxy S21-Nutzern. Es wurde festgestellt, dass am 12. Oktober veröffentlichte Update des Samsung-Betriebssystems den sicheren Datenspeicher von Zoom Wallet beschädigt hat, was dazu führt, dass Zoom nach der Anwendung des Updates nicht mehr geöffnet würde. Vor diesem Hintergrund rät Zoom Wallet Nutzern dringend, das Samsung Update nicht auf ihren Galaxy S21 Gerät zu installieren. Naja, gut, das ist ein bisschen scheiße jetzt, ne? Das brauchst du ja im Endeffekt, musst du ja auf dem neuesten Stand auch immer haben. Vor der Anwendung des Updates rät Zoom Samsung Nutzern zur Überprüfung, ob sie ihren Geheimschlüssel haben. Dies liegt daran, dass Benutzer nach der Installation des Samsung-Updates möglicherweise Zoom deinstallieren, Zoom neu installieren und ihr Konto mit ihrem Geheimschlüssel erneut importieren müssen. Also, wer das hat, passt auf, macht es so, wie die es gesagt haben. Wenn das Geheimnis, die Nummern aufgeschrieben wird, können Benutzer sie erneut importieren. Wenn die Richtigkeit der Schlüssel weiterhin ungewiss ist, sollten sie sicherstellen, dass sie ihre Konten vor der Installation des Samsung-Updates neu verschlüsseln. Zoom stellt klar, dass es keine Sicherheitsrisiko gibt, sondern nur ein Problem mit dem Samsung-Update, das den Zoom Secure Data Store danach unzugänglich machte. Also, im Klartext, wenn ihr das macht, kommt ihr nicht mehr rein. Wenn ihr die Sicherheitsschlüssel natürlich habt, die man ja natürlich sich immer aufschreibt, ist es kein Problem, müsst ihr nur Zoom wieder neu deinstallieren, dann wieder installieren und dann mit den Schlüsseln natürlich wieder reaktivieren. Mehr ist es nicht. Aber nur falls jemand das Handy hat und sich wundert, oh Kacke, ich komme da nicht mehr rein. So, jetzt kommen wir mal zum XRP Ledger AMM Drama. Ist nicht schön, was da im Moment abgeht. Nicht nur, dass die Validatoren höchstwahrscheinlich sich ein bisschen anzicken, sondern es gibt auch natürlich Probleme in Sicherheitsfrage.
Bei Redaktionsschluss unterstützen nur 6 Validatoren von XRP Ledger explizit die Aktivierung der nativen On-Chain-Funktionalität auf XRP Ledger, was etwa 17% der erforderlichen Konsenses entspricht. Aber bedeutet, dass der XRP Ledger kein AMM-Funktion mehr haben wird? Nein. Bedeutet das vorläufig erstmal nicht. Nichts anderes. XLS30 Aktivierung abgelehnt. So einfach ist es nicht, sagt der Sprecher der Community. Die Aktivierung von XLS30, einem mit Spannung erwarteten Vorschlag der nativen automatisierte Market Maker, ermöglichen könnte, gewinnt zu langsam an Unterstützung. In den letzten Tagen haben nur 4 Validatoren ja zum Aktivierungsvorschlag gesagt. Für den Fortschritt von XRP Ledger AMM sieht es jedoch nicht so schlecht aus, wie ein pseudonymer XRP-Enthusiast erklärt, der sich auf X ehemals Twitter Krippenreiter nennt. Kann ich nur empfehlen, ist ein sehr dufter Typ auch, ne? Also er ist wirklich gut drauf. Kann man auch auf Deutsch anschreiben, ist ein Deutscher. Ne? Also der lebt im deutschsprachigen Raum. Zunächst einmal gibt es keine Frist für XRP-Ledger-Vorschläge. Im Gegensatz zu den IPs von Ethereum sollte sie gewaltsam entfernt werden, um fallen gelassen zu werden. So können Yes über einen längeren Zeitraum eingereicht werden. Außerdem können die sofortige Aktivierung von Rippled 1.1, wo die Blockchain-Integration in XRP-Ledger beeinträchtigen. Zu Beginn verlieren 206 Knoten die Synchronisierung sofort nach der Aktivierung des Vorschlags. Der kritische Fehler, der kürzlich im XRP-Ledger-Software-Build enthüllt wurde, ist eine weitere Sorge der Entwickler. Das geht natürlich nicht, ne? Also man kann da nicht einfach dann die Knotenpunkte, sage ich mal ganz ehrlich, nicht mehr synchronisieren, dass sie nicht mehr verbunden sind mit dem XRP-Ledger. Also da ist schon mal ein Punkt, wo ich sage, da würde ich auch mit Nein stimmen. Ne? Sobald AMM aktiviert sind, kann der Netzwerkstatus sofort mit schlecht geschriebenen Skripten überflutet werden. Sowohl absichtlich als auch gelegentlich gefährliche Gelegenheiten zum Fortrunning werden ebenfalls durch die Aktivierung von Ripple 1.12 freigeschaltet. Also das sind Sicherheitslücken, wo ich sage, Leute, ganz ehrlich, da würde ich auch mit Nein zustimmen, ne? Also das geht gar nicht. Der Start des Canary-Netzwerks könnte die Antwort sein. Außerdem warnt Vertreter der XRP-Ledger-Community vor einigen unbekannten Schwachstellen seines Designs. Sie sind unbekannt, weil sie sich erst nach einer bestimmten Zeitspanne und bestimmten Stresstests bemerkbar machen. Zu guter Letzt gibt es eine Reihe von Fragen zu den jüngsten Sicherheitsaudits von Drittanbietern. Mindestens einer von ihnen hat einen kritischen Fehler übersehen. Daher kann die Aktivierung von XLS30 das Netzwerk in Gefahr bringen. Einige Blockchain-Enthusiasten schlugen sogar die Einführung eines speziellen Canary-Netzwerks vor, um in Zukunft mit solchen massiven Upgrades zu experimentieren. Also ihr seht, es gibt da wirklich große Sicherheitsprobleme dann. Und das ist der Grund, warum die alle erstmal mit Nein stimmen. Mich wundert es ganz ehrlich, dass Ripple dazu Ja sagt. Das kann es nicht sein. Die würden tatsächlich das Risiko eingehen. Ich würde mal sagen, da muss David jetzt mal ein paar Überstunden machen mit seinem Team und das erstmal ausmerzen. Und dann werden natürlich auch die anderen alle wieder rüber swappen, ne? Aber vorher würde ich auch mit Nein sagen. Hier haben wir zum Beispiel einen Validator, ne? Fett. Auch ein sehr netter Mensch, muss man sagen. Ist das denn auch? So. Ist auch ein sehr netter Mensch, wo ich sagen muss, ein Top-Mensch eigentlich. Oh, ich glaube, das ist auch ein Holländer, wenn ich mich nicht irre. Genau wie als NFT zur Abstimmung über XRP-Ledger antraten, bedrängten einige Leute die Betreiber, um für NFT zu stimmen. Egal was passiert, für diese Belästigung ist hier immer noch kein Platz. Da gebe ich Ihnen absolut recht. Man kann doch nicht die Validatoren jetzt ankacken, nur weil sie Nein gesagt haben. Tut mir leid, sowas funktioniert nicht, ne? Es hat schon seine Gründe, warum die Nein sagen. Klar, wir wissen ja, oder wir vermuten, sagen wir es mal lieber so, dass natürlich einige Validatoren im XRP-Ledger-Netzwerk natürlich querschlagen. Aus gewissen Gründen, sagen wir mal, nicht gerade professionell, aber der Rest, wenn die diese Fehler natürlich sehen, sagen die sich natürlich auch, Moment, das funktioniert so nicht.
Wir müssen ein Netzwerk haben, das zu 100% fehlerfrei ist und nicht hier ein Netzwerk haben, was ein bisschen löchrig ist, wo natürlich Fehler drin sind und das könnte dann den Ablauf natürlich massiv stören. Von daher verstehe ich die meisten Validatoren, wenn sie darauf plädieren und sagen, nee, pass auf, mit diesen Fehlern tut man halt, machen wir nicht. Also muss nochmal ab in die Werkstatt der Market Maker und dann wird es auch wieder funktionieren. So, und dann haben wir noch was Erfreuliches von Edward Farina. Riesige XRP-Ledger-Werbung auf dem Times Square. Man sagt, dass New York niemals schläft. Für das XRP-Ledger gilt also, es schläft nie. Ist doch fantastisch, dass sie jetzt noch extra Werbung machen. Da kann man doch einfach nur wieder sehen, Ripple ist einfach bereit und die wollen starten. Sie brauchen tatsächlich in meinen Augen nur noch den Market Maker und dann wird das richtig dreckig abgehen. Von daher warten wir einfach mal ab. Es wird noch spannend. Der wird sich. Ich gehe immer noch davon aus, dass er dieses Jahr natürlich kommen wird. Ob das der Fall sein wird, werden wir natürlich schauen. So, meine Lieben. So viel zu mir oder von mir. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Montag, schönen Wochenstart gehabt. Und von daher fangen wir mal an. Ich grüße euch natürlich alle, ne? Ich hoffe, euch geht's auch allen gut. Leonora, hi MC, toll, de du, grüß dich. XRP Heiko, guten Abend an alle. Otto-Ran, moin Marcello und die Truppe. Serafino, moin, Singlebär, guten Abend alle zusammen. 23, na, ratet mal, was ich heute wieder als Werbung bekommen habe. Ja, Playmobil hoffe ich doch. Es sind ja auch viele aufgefallen, dass bei Crypto Whitehead den Livestream raus ist bei YouTube. Es hat nicht einen Grund mit YouTube zu tun, das hat Crypto Whitehead selber gemacht, weil er gemerkt hat, dass da hin und wieder was gesehen wird, was ihn vielleicht schaden hätte können auf YouTube. Ihr wisst ja, Markenrecht ist da ganz hoch angesehen und ich kann ihn verstehen. Ne? Ist auch alles in Ordnung. Also es ist nicht von wegen, dass er Schwierigkeiten mit YouTube hat. Graf Olaf, grüß dich. Only XRP, Abend zusammen. 72 ist einfach gut. Hallo, mein Lieber und alle anderen. Seng Li, hi MC und alle. Malatis, hallo Babo. Leonora, zu viel Werbung in letzter Zeit. Ich habe das auf Minimum gestellt. Ich verstehe das einfach nicht. Balletttänzer, guten Abend an alle. Grüß dich, MC. XRP Olli, moin moin. Kirch, schöne Grüße an alle. Leonora, hast du keinen Amazon Prime? Dann könntest du es damit nämlich umgehen auch. XRP Vision, Servus, MC. Mark. XRP Pionier, ich grüße euch, Kryptorianer. Transatlantic, guten Abend zusammen. Bin auf der Arbeit und lausche immer etwas rein. Das ist auch nicht, dass das dein Chef mitkriegt. Daniato, hallo an alle. Huber, guten Abend, MC und XRP Community. Was glaubst du, geht langsam los? Nein, ich sehe das nicht so. Also viele schreiben ja jetzt schon von wegen, der Bullenmarkt ist da und bla bla bla. Also nein, ich habe ja euch gesagt, es gibt Achterbahnfahrt und es wird noch dauern. Aber es ist natürlich auch schön für mich zu sehen, dass der Markt sich eine kleine Erholungsphase jetzt gegönnt hat und ein bisschen steigt natürlich, aber es ist noch kein Bullenmarkt. Indalo, bitte MC XDC kaufen. Ja, das möchtest du gerne, ne? Nee, ich werde XRP mir als nächstes wiederholen. Habe ich mir fest vorgenommen, weil ich brauche ein bisschen Spielgeld, wenn ich auf Teneriffa bin. Argon, guten Abend, Marcello. Toll, de du, MC, kauf Shiba. wer weiß, ne? Aber ach, ich habe leider keine Hundeleine, also von daher brauche ich keinen Hund. Transatlantic, der Markt könnte ruhig noch etwas chillig bleiben. Weihnachtsgeld gibt es erst Ende November. Wer weiß, was bis Ende November ist, ne? Dolde, du, hast du was gehört, ob die Banken gut umstellen konnten? In Asien hat es sehr viele Schwierigkeiten gegeben, aber die meisten sind soweit mit ihrem Zeitplan durchgekommen, ja. 0815, hallo an alle. XRP too big to fail. Hi, bin neu hier, muss mich erst einleben. Okay, dann grüße ich dich natürlich, aber du hast schon mal hier drauf geschrieben, weil sonst wäre eine andere Nachricht gekommen. Aber trotzdem, schön, dass du da bist.
0815, ich hoffe, dir geht's besser, MC. Ja, pff. Wie gesagt, solange ich mich nicht körperlich anstrenge, ist alles gut. Dolde, du, MC, wieder gut bei dir? Ich bin heute noch ein bisschen positiv. Der letzte Bluttest, den ich heute gemacht habe, da habe ich heute Mittag gehabt. Also ich habe nur noch ganz wenig Virenlast in mir drinne. Also ich bin in 2, 3 Tagen spätestens damit durch und schauen wir mal, ne? Dann geht es wieder darum, Ausdauer eben wieder zu kriegen. Johannes, was ist mit MC los? Der war ja noch nie zu spät. Ist im die Puste ausgegangen vom Rauchen auf dem Balkon bis zum PC und macht jetzt im Gang Pause. Nee, da habe ich ja Glück, ich muss keine Treppen laufen. Sonst hättest du vielleicht recht gekriegt von mir. Maras XRP, hallo Babo. Tolde du. Denkst du, dass es der letzte Bullenmarkt ist, bei dem viele Coins noch keine Anwendung haben? Nein, es wird immer wieder einen Bullenmarkt geben, wo natürlich auch Coins dabei sind, die keine Anwendung haben. Ach so, du meinst jetzt von den ISO-Coins zum Beispiel. Das Problem ist, wir wissen ja noch nicht, wann der Bullenmarkt ist. Nur weil das Bitcoin-Halving ja jetzt im April ansteht, heißt es ja nicht, dass wir vielleicht 2024 schon den Bullenmarkt kriegen. Ich gehe davon aus, dass es im Herbst spätestens losgeht nächstes Jahr. Aber eine Garantie gibt es nicht. Es könnte auch sein, dass es erst im darauffolgenden Jahr losgeht, ne? Gab es auch schon. Und bis dahin, ich schätze mal, dass die meisten Coins, die schon eine leichte Verwendung haben, natürlich eine Verwendung haben werden bis dahin auch. Aber man muss auch abwarten, wie die Verwendung jeweils auf die Kurse natürlich auch noch einschlagen werden, ne? Singleware, er war doch um 20:20 Uhr pünktlich hier. Meines Erachtens ja, also meine Uhr hat gezeigt und deswegen schreibe ich auch mal Start um 20:20 Uhr. Elias, gute XRP hält sich aber ganz gut. Vielleicht schaffen wir es mal auf die 70 Cent in den nächsten Wochen. Ah, würde ich nicht drauf tippen. Sorry, aber ich sehe das einfach noch nicht. Im Moment steigt XRP ein bisschen mit wegen Bitcoin. Aber da fehlt noch der kleine Schubser, damit der Kurs mal richtig ein bisschen in Bewegung kommt. Johannes, hallo, jemand hinter dem PC? Hallo, ich bin doch da. Tolle du, je schneller alle Coins auf dem Markt sind, desto besser. Na, das wird für uns keinen Unterschied machen, weil der Kurs wird, was Pump betrifft, sowieso mit den 100 Milliarden berechnet. Ob die jetzt alle auf dem Markt sind oder es so läuft, das spielt keine Rolle. Startrampe, guten Abend, MC. Ich hoffe, es geht dir besser. Und guten Abend an alle im Chat. Spätschicht beendet. Sehr schön. Aga Khan, guten Abend zusammen. Symphonikus, hallo, MC. Wie geht's dir? Wieder voll fit? Nee, nee, das wird auch noch dauern. Dolde du, also. Anton XP, moin. Naked Dave, naja, Ende des Jahres vielleicht 1 Dollar. Bullrun 5, tja, eventuell bei Anwendung, wenn die mal aus dem Püppchen kommen, 10, 20 Dollar. Die Prognose sehe ich schwarz. Keine Pferdchen, kein Job, Kündigung. Oder sonst dergleichen. XRP ist eine lahme Schnecke. Gewöhnt euch dran. Naja, wenn du das sagst, du musst aber auch immer wieder eins bedenken. Wir haben zwar jetzt eine Verwendung. XRP, na klar, ist lahm. Ist so wie die meisten auf dem Markt. Weil wenn gepumpt wird, wird so Bitcoin gepumpt. Aber wir haben noch nicht die große Verwendung. Wenn die große Verwendung da ist, glaubst du immer noch, dass XRP dann eine lahme Schnecke ist? Also ich denke nicht. Fermi, moin moin. Johannes, okay, bei mir hat sich nur der Chat bewegt. Das Bild mit MC Live ist eingefroren und ich musste neu starten. Und schwupps, da ist er. Ja. Schau die ersten 7 Minuten nach. Siehst du? Johannes, so in dem Fall nochmals neu einsteigen. Gutes Üppele aus Basel an alle XRPler. Erste Frage. Wenn 23 recht hat und das ist der Bullenmarkt, steigt denn der noch weiter
Oder war es nur ein Pups? Nein, also vom Bitcoin-Halving steigt der Markt normalerweise immer. Es gab nur einmal ein Jahr, da ist der Markt zwar auch nur gestiegen, aber nur um 23% vom Bitcoin-Halving. Also wir können rechnen so zwischen, ja, nehmen wir mal diese 23% bis 70% bis zum Bitcoin-Halving wird der Markt an Wert natürlich steigen. Wann das beginnen wird, das kann sein, dass es innerhalb von, ja, von jetzt bis April eben ist. Das heißt, es geht auch natürlich auch wieder runter. Oder es kann auch sein, wie ich vermute, erst ab Januar. Deswegen einfach mal gespannt bleiben. Mike, grüßt euch Freunde und hallo Meister. Mike, siehst fit aus, MC. Alles gut? Na, wie gesagt, solange ich mich nicht viel bewegen muss oder körperlich anstrengen muss, ist alles gut. Sanremo, sonnige Grüße von der Insel. Grüß dich, Remo. Mike, 60% pro Tag. Mann, ich kann mir das einfach nicht vorstellen noch. Oh, ich habe XRP sogar schon bei 88% gesehen an einem Tag. Was glaubst du, wie ich mich da gefühlt habe? Ich gehe dann mal schlafen. Achso, geht an Johannes. Graf Olaf, nee, esse ich immer noch nicht. Das geht ohne mich. Da, Chris für Krypto. Hoi, Marcello. Ich hoffe, es geht weiterhin bergauf mit dir. Ja, das schon. Beste Grüße in die Runde. Doch, das kann ich schon sagen. Also, es wird wirklich von Tag zu Tag besser. Aber wie gesagt, wenn man diesen Scheiß hat, bei mir äußerte sich das so, dass ich dann eben noch ein paar Wochen kämpfen muss mit Ausdauer. Ne? Also, ich freue mich schon wieder auf den ersten Tag, wenn ich zur Arbeit fahre. Da fahre ich ja mit dem Fahrrad auch immer hin. Und ja, auf den Tag freue ich mich schon. Arbeitslose Typ, moin, grüß dich. XRP Heiko, revolutioniere deine Gewinne. XRP jetzt auf führende digitale Vermögensplattform mit 3% Rendite verfügbar. Gild App hat XRP in die Liste der Unterstützung Vermögenswerte aufgenommen und bietet den Nutzern die Möglichkeit, bis zu 3% pro Jahr zu verdienen. Die Plattform bietet zwei verschiedene Produkte für die Vermögensverwaltung an, die den unterschiedlichen Präferenzen und Risikobereitschaften der Anleger gerecht werden. Na dann, 3%, Mensch, hopp, hopp. Lohnt sich nicht. Arbeitsloser Typ, heute vor 4 Jahren war Mr. Pools erster Post. Ja, und hat nichts gebracht alles, ne? War zwar gutes Entertainment von David, aber das war es auch schon. Startrampe, mal was Essbares suchen. Hab Kohldampf nach der Arbeit. Ja, da wirst du sicherlich den Kühlschrank mal aufmachen, ne? Uka, Emir hat doch nur die ganze Fresstüten und die Cola mehrfach im Bild gehabt. Da ist der Punkt. Die Tüten und die Cola waren leider Markenprodukte, ne? Also man hat die Marke gesehen, das ist das Problem. Siehst du hieran die Marke? Nein. Und da man einen wie ihn schnell auf dem Kicker hat, oder auch, wie bei mir ja auch schon passiert ist, mich auf dem Kicker hat, muss man auf sowas eben immer ganz gewaltig aufpassen, ne? Ich weiß, andere machen es nicht, die machen das reihenweise und da passiert nichts, aber leider ist es so, dass gerade die XRP-Content geben und positiven Content geben, sowieso voll in der Schusslinie sind, ne? Ich weiß auch, dass ich immer kontrolliert werde, keine Panik. Taucher, ich will in 2 Jahren in Rente gehen. Könnte mir XRP die Rente vergolden? Das kann ich dir nicht sagen. Es kommt drauf an, da musst du vielleicht mal Bert Garlinghaus fragen. Der könnte es dir vielleicht genauer sagen, ob in 2 Jahren du eine goldene Rente hast. Transatlantic, keine Sorge, MC. Bei uns in der Firma kennt sich keiner mit Kryptos aus. Der kommt nicht auf dein Video. Selbst wenn keiner weiß, wer dahinter steckt, hinter deinem Namen, ne? Arbeitsloser Typ, bald ist CBDC-Start. Naja, ich würde sogar schon sagen, der ist schon gestartet worden. Also im Hintergrund wird viel gemacht und get noch getestet. Auch im realen Leben schon. Auch in Deutschland mittlerweile schon, aber ja, nächstes Jahr wird es ganz interessant, was dieser Bereich betrifft. Ready Evil.
Wenn es so Probleme gibt mit dem AMM, haben die Banken irgendwie Ripple keine Frist gesetzt, bis wann der AMM laufen muss? Die Banken wollen doch starten, oder nicht? Natürlich wollen die Banken starten, aber was willst du denn machen? Welche Alternative haben die Banken? Welche Alternative in der Blockchain-Welt, in der digitalen Welt heutzutage, welche Alternative hätte eine Bank, anderes System zu nehmen? Natürlich, dann kommt der eine und sagt dann, ja, dann den XLM. Das Problem ist bei XLM, der schafft keine hohen Transaktionen. Deswegen sage ich ja, XRP Ledger, XLM Ledger, beide zusammen top, einzeln können sie nicht gebrauchen. Und da haben wir ja das Problem wieder. Es gibt keine Alternative für die Banken. Entweder warten sie noch oder sie haben eben halt Pech. Graf Olaf, ab heute Trüffelchips gefunden, welche äußerst deliziös waren. Ich stehe nicht so auf Trüffel. Da dran Gruß auf die Insel zu Sanremo. XRP, Heiko, WeChain, Metaverse, Crosschain-Plattform, ExoWorlds startet VRocket DEX. Das von WeChain geförderte Unternehmen ExoWorlds eröffnet eine dezentrale Börse auf Basis von VRocket. Diese verspricht eine benutzerfreundliche Erfahrung für Kunden, die ExoWeChain-Token einfach und unter sicheren Bedingungen handeln können. Durch die Integration von ExoWorlds ist WeChain für das Metaverse bestens gerüstet, da es sich einen Teil des gesamten adressierbaren Marktes für das Metaverse sichern würde. Der bis 2030 wahrscheinlich 8 bis 13 Billionen Dollar erreichen wird. Boah, okay. XRP, too big. Nö, hab heute erst Twitch installiert. Mir fällt dein Content. Ich mag groß denken, wie Tischen und MC. Bin auch seit 2017 XRP-Fanatiker. Okay. Das wusste ich gar nicht. Meinte Zischek. Ja, ich weiß. Ja, er ist ja leider nicht mehr dabei. Sehr schade. Oder wie ich ihn immer nannte, den David Schwarz des deutschsprachigen Raums aus der Schweiz. Startrampe. Hab noch nie Trüffel gegessen, außer die Pralinen. Trüffel aus Schokolade. Ja, ist halt eine Geschmackssache. Ne? Muss man probieren. Sein Blitz. Siehst du, Marcello, in den nächsten 2 Jahren eine komplette Umstellung auf Blockchain, zum Beispiel Autokauf mit E-Euro, mit einer Walker oder den monatlichen Lohnsuch in E-Euro? Also ich denke schon, dass wir in 2 Jahren kein Bargeld mehr besitzen werden. Also so 2025, ja, sagen wir mal 2026, sehe ich, dass wir kein Bargeld mehr besitzen werden, sondern nur noch den E-Euro oder sonst wo du bist auf der Welt. Die digitalen nationalen Währungen dann nur noch. Das ist so leider auch mein Problem und ich denke schon, dass wir das dann erleben werden. Auf Blockchain. Es wird jetzt sehr viel umgestellt, selbst im europäischen Raum auf Blockchain. Auch das Finanzamt stellt auf Blockchain um. Nur so viel dazu, falls jemand vorhat, im nächsten Bullenmarkt Gewinne mitzunehmen, muss ja nicht XRP sein, und die nicht zu versteuern wollen, weil man ja, och, das merken die nicht. Ich würde das Risiko nicht eingehen, um ehrlich zu sagen. Singleberg muss mal Pasta mit Trüffel in einem Restaurant essen. Oder Trüffelrisotto. Das ist der Hammer. Das habe ich auch schon gehört. Trüffelrisotto soll wirklich sehr lecker sein. Das habe ich auch noch nicht gegessen. Mit Pasta habe ich schon gegessen, mit Sahnesoße und aber hat mir nicht geschmeckt. Ja gut, es gibt auch verschiedene Trüffelarten. Ne? Von daher, also ist auch wieder so eine Sache. Startrampe, das kann ich mich hoffentlich bald leisten. Pilz mag ich sehr gerne. Na siehst du, dann wäre das wahrscheinlich auch was für dich. Singleberry. Ich auch Startrampe, besonders Steinpilze. Ah, okay. Startrampe, nicht diese, die du meinst, XRP Heiko.
Also, ich will sagen. Sengebär, musst du mal essen, Daniato. Trüffel ist mega. Brillicoin, hallo MC. Kannst du eigentlich sehen, wenn man heimlich zuschaut? Du meinst, nee, ich kann hier nicht sehen, wer hier zuschaut. Dann müsste ich, glaube ich, die Homepage aufrufen. Dann habe ich eine Liste auch von wegen, wer alles jetzt gerade online dabei ist. Ansonsten kann ich hier das nicht sehen. Oder? Nee, kann ich nicht sehen. Wieso? Hä? Ah, egal. XRP-Eiko, Satoshi Kusama von Shiba Inu kündigt milliardenschwere Kooperation an. Die Frage, ob Shiba Inu mit großen Einzelhändlern wie McDonald's oder Burger King zusammenarbeiten würde, war ein Thema von Interesse. Kusama bestätigt die Akzeptanz von Shiba bei verschiedenen Einzelhändlern, räumt aber auch die Komplexität der Integration von weit verbreiteten Zahlungsoptionen ein. Ich sag doch, Hundebürger. Ich meine, das klingt ja auch immer geil, ne? Dass du mit deinen Kryptos irgendwo was kaufen kannst. Aber ganz ehrlich, würdet ihr das machen? Würdet ihr mit eurer Kryptowährung, ist ja egal jetzt welche, irgendwas privat bezahlen? Also ich nicht, weil ich habe immer im Hinterkopf, ne, Bitcoin Pizza gekauft. Und was hätte der jetzt für seine Bitcoins gekriegt? Das ist für mich immer das, was bei mir so eingebrannt ist, wo ich sage, ich würde niemals privat irgendwas mit Kryptos bezahlen, außer eine einzige Sache. Ich verkaufe Kryptos und kriege dafür Geld. toll, du, bin gespannt auf Luna. Man hört so nichts. Ja, im Moment ist es ein bisschen ruhiger geworden, da gebe ich dir recht. Na, warten wir mal ab. Startrampe. Schwarzwald ist mir schon zu steil für meine Knochen. Es gibt auch Lifte. In der Schweiz ist auch überall was mit dem Lift. Keine Panik. Oder mit einer Chuchu-Bahn. Ich habe mich ja schon ein bisschen erkundigt und man hat mir hier auch schon genug berichtet. Also Schweiz können wir rumkraxeln oder sagen wir so, andere können kraxeln, wir können gemütlich nach oben fahren. Symphonikus, wenn die Banken gestartet sind, werden wir das Umsatzvolumen öffentlich sehen können oder ist das auch privat? Nein, das sollten wir eigentlich sehen, weil die bedienen sich ja oder der XRP-Ledger bedient sich ja an den Börsen. Und die geben natürlich ihre Daten weiter und dann sehen wir ja das Volumen hier, das 24-Stunden-Volumen. Und wenn die Banken natürlich starten und ein bisschen volle Pulle geben, sollten wir das am 24-Stunden-Volumen natürlich dann sehen. Da sind alle Käufe und Verkäufe natürlich drin. Das sollten wir eigentlich mitkriegen dann. Deswegen sage ich ja immer, jetzt bei dieser Marktsituation, wenn wir so zwischen 3 Milliarden und 5 Milliarden Dollar 24-Stunden-Volumen haben, könnte man schon davon ausgehen, dass es oder das sagen wir mal über einen längeren Zeitraum läuft, über 3, 4 Tage durchgehend, ohne dass irgendwie eine Mega-News gekommen ist, dann können wir gut davon ausgehen, okay, die Banken sind wohl schon, haben schon losgelegt. Johannes, wenn der Kurs von XRP auf 500 Dollar ist und dann einen 88-prozentigen Anstieg in einem Tag kommt, na dann, ui, das wäre was. Ich würde wie Kevin mit ausgestreckten Armen durch die Wohnung laufen. Springen geht nicht mehr so gut wegen den Schmerzen und laut schreien. Das würde ich gern sehen. Nein, aber bei 500 Dollar oder wenn er höheren Kurs hat, dann da werden keine hohen Prozente mehr kommen, ne? Das glaube ich nicht. Da werden sie es kontrollierter irgendwie machen. Aber jetzt so am Anfang, wenn es losgeht, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir natürlich Tage haben, wo wir 80, 90, vielleicht sogar auch mal 100% Anstieg haben werden, ne? Startrampe. Apropos Essen. Heute Abend will ich mir noch einen Messerschärfer bestellen. Eigentlich viel zu teuer, aber coole Geräte. Okay, Johannes, Trüffel sind mir noch zu teuer, um zu probieren. Werde es aber nachholen. Soll ja sehr gut sein, aber Kaviar, nein, danke, das ist das nicht.
Ja, Kaviar habe ich auch schon öfters gegessen, aber das ist auch nicht so mein Fall, ne? Also so Fischeier, die sind einfach sehr salzig und auch mit dem Cracker und alles. Also ist auch nicht so mein Fall. Uka, was? MC sagt in 2 Jahren kein Bargeld mehr. Lach. Die ehrenolle Frau Lagarde hat doch gesagt, Euro, your choice. Ja, die EZB ist ja auch im Endeffekt clever, ne? Weil für das gemeine Volk hat sie ja schon bereitgestellt, von wegen, na, wir werden den digitalen Euro ja holen, aber dann hat jeder ein Wallet bei uns und maximal 3000 Euro im digitalen Euro werden ja ausgegeben dann dafür, ne? Wo ich mir sage, ja, das sind Vorbereitungen, um die Leute einfach nur gut zu stimmen, erstmal, dass sie natürlich ihr geliebtes Bargeld behalten dürfen. Und das wird dann Stück für Stück natürlich verschwinden. Mein ganz so blöd sollte man ja eigentlich gar nicht sein, dass man weiß, okay, da läuft ganz miese Dinger hinterm Rücken, ne? Neokrypto, so schnell wird es mit dem Bargeldabschaffung nicht gehen. Die Skepsis der Leute ist viel zu groß. Man muss eine große Menge der Menschen hinter CBDCs bringen, sonst klappt das nicht. Ja, und deswegen habe ich das ja auch gerade schon gesagt, ne? Deswegen kriegst du ja erstmal dein Wallet da schön. Und maximal erstmal nur 3000 Euro, ne? Einen digitalen Euro. Mehr ja nicht. Denn der Rest bleibt ja erstmal mit Bargeld. Was glaubst du, wie schnell das dann geht? Ich sag nur, alle, die in Deutschland leben, wie war das denn? Oder Österreich natürlich auch, Schweiz nicht. Ihr seid raus. Wie war das denn bei der Euro-Umstellung? War toll, ne? Hast den Euro gehabt? Oh, neues Geld. Oh, sah geil aus. Gehen wir mal ein bisschen einkaufen damit und so. Die ersten Monate ging das ja auch noch. Und dann? Oh, die Leute haben es akzeptiert. Zack. Machen wir die Preise und alles hoch. Was wollen die denn? Ich glaube, das wird ganz schnell gehen mit dem digitalen Euro und dann kein Bargeld mehr. Graf Olaf, ja, es müssen natürlich schon echte Trüffel sein, sonst hat das keinen Wert. XRP Heiko. Eine kleine Bankenkrise hier oder da und schon wollen die Leute vom Bargeld weg. Ja, und die Testphase lief ja auch wunderbar, ne? Muss man ja ganz klipp und klar sagen, in der Pandemiezeit. Kein Bargeld mehr nehmen, bezahlt mit Karte. Perfekte Testphase in ganz Europa. Was willst du mehr? Ne? Also es hat wunderbar funktioniert. Das ist eine gute Idee, Dani. Für mich ist die italienische Küche im Grunde die beste der Welt. Oh, mein Gott. Ihr seht, Husten habe ich ein bisschen extremer. Ja, Singleplayer, da kann ich dir nur zu beipflichten. Es ist auch die beste Küche. Aber nichtsdestotrotz, sie konkurriert natürlich mit den Asiaten ganz stark. Ne? Also ich liebe ja die asiatische Küche auch. Toll, Dudu. Wenn man bedenkt, wie viel noch nicht einmal E-Banking nutzen, ist es schwer zu glauben, dass es so schnell geht mit den CBDCs. Da hast du recht, aber du siehst ja auch, wie die Banken abgebaut haben, ne? Ihre Filialen. Das wird kommen. Und wenn du nicht mitgehst, ja, dann bleibst du auf der Strecke. Ich kenne auch einige, die auch meinem Alter sind, die sich strikt dagegen wehren und sagen, nee, nee, das wird es ja immer geben und da habe ich gar keinen Bock zu mit E-Banking und alles. Wo ich sage, ja Leute, ihr müsst euch aber umstellen. Nee, das ist noch zu unsicher. Ich sage, das ist Schwachsinn. Außerdem bist du versichert. Startrampe. Falls ich wirklich dank XRP mehr Freizeit bekommen werde, ich auch mehr essen gehen. Tagestouren machen und jedes Jahr in Urlaub fahren. Das sollte man auch, wenn man die Möglichkeit hat, um richtig zu entspannen und das Leben mal vernünftig zu genießen, nicht nur malochen und dann vielleicht, oh ja, ich kann mir mal eine Currywurst kaufen, sollte man es auch tatsächlich tun. MC, du bist der Beste. Servus, MC. Was gibt es heute für News? Tut sich etwas bezüglich Verwendung, China etc.? Nein, noch nicht. Der Market Maker ist das Problem, dass er, oder das XLS30-System ist das Problem, dass es hohe Sicherheitsrisiken dann gibt beim XRP-Ledger. Und deswegen sagen immer die meisten erstmal noch nö. Serafino, du kannst gucken, wenn du in den Chat eingibst und dann zum Beispiel S, dann siehst du alle Zuschauer mit S, dann kann aber das
Dann kann aber jeder. Okay, ja gut, solche Sachen interessieren mich eigentlich auch nicht, ne? Ich sehe das ja immer zum Schluss dann, wenn ich fertig bin, dann kriege ich ja eine Auflistung, alles zugesendet per E-Mail. Von daher, das reicht mir. UKMC, wenn du oben bei Streamchar rechts auf die Männchen klickst, sollte eigentlich die Eingeloggten angezeigt werden. Benutzer im Chat. Ah, okay. Seht ihr, ich lerne auch noch was. Streamer, aha. Oh, ist ja eine schöne lange Liste, ne? Und nicht jeder hat ja gesagt, moin gesagt. Nein. Dankeschön. XRP-Eiko, ein Doppelbürger, 50 Millionen Schieber, einen Tag später Schieber bei einem Cent. Ja, das Risiko würde ich nie eingehen, ganz ehrlich. Es ist ja nett gedacht, ne, sage ich ganz ehrlich. Es ist ja geil gedacht, dass du mit deinen Kryptos auch schon so einige Dinge bezahlen kannst. Das finde ich auch toll, ne? Super, aber wenn ich bedenke, wie du ja schon geschrieben hast, ne? Jetzt 50 Millionen für so einen blöden Burger, kostet ja nichts, Schieber im Moment. Aber dann am nächsten Tag, Gott, wer weiß wieso, ist er dann bei 1 Cent oder auf einmal bei 1 Dollar, ne? Kann man auch so sehen. Ja, und dann? Oder meinetwegen in 3 Monaten oder 6 Monaten bei 1 Dollar dann. Ich glaube, da bringst du dich um. Deswegen also, nee. Singlebär, sehe ich auch so. So schnell wird das Bargeld nicht verschwinden. Frag mich, wie die alten Generationen mit digitalem Geld umgehen. Manche Rentner haben schon Probleme mit Online-Banking. Da ist die große Sauerei, finde ich. Na, das sehe ich ja immer mehr und ich muss ganz ehrlich sagen, man vergisst die Alten. Man vergisst die Alten absolut. Die sind scheißegal, die bleiben auf der Strecke. Wenn die jetzt nicht irgendjemanden haben, Enkelkind oder gute Freunde oder irgendwas, die sich halbwegs damit noch ein bisschen befassen, dann sind die verloren. Die lässt man wirklich absolut im Stich. Quality, hi, kannst du das mal erklären? Wie viel kann Ripple an XRP verkaufen? Die können ja den Preis immer wieder dumpen, wie es aussieht. Wahrscheinlich investieren deswegen keine Big Player in XRP. Bingo. Das Risiko ist zu hoch. Ripple hat selber ja noch ein paar Milliarden XRP auf ihrem Wallet. Und was ich als Riesensauerei finde, die bedienen sich ja auch am Escrow, ne? Einmal im Monat. Ich hatte ja eigentlich immer gehofft, das war wirklich nur, um die Liquidität im Netzwerk natürlich zu sichern. Ne. Deswegen steigen auch keine Big Player ein und kaufen da kräftig ein. 23. Kryptos sind besser als Geld. Wieso überhaupt verkaufen, wenn dann höchstens in Verbindung zum Chat? Okay. Ah. Wieso überhaupt verkaufen, wenn dann höchstens in Stablecoins tauschen oder eben direkt mit Krypto einkaufen gehen, wenn sie wertvoll sind, aber eben noch nicht jetzt? Nein, ich würde mich einfach nur ärgern. Nein, sagen wir mal, ein Fernseher geht kaputt, du gehst in den Laden und bezahlst damit mit XRP. Sagen wir mal, XRP hat einen guten Kurs, der ist gerade bei 100 Dollar und du bezahlst 4 XRP für deinen neuen Fernseher. Am nächsten Tag durch die Verwendung steigt XRP vielleicht auf 150, 200 Dollar. Du wirst dich riesig ärgern, wenn du so etwas mit Kryptos machst. Ich würde es niemals machen. Brillicoin hat manchmal nicht geschrieben und irgendwie ein schlechtes Gewissen bekommen. Deshalb wollte ich wissen, ob man das sieht. Ich weiß, ich spinne Bisse. Nein, keiner braucht ein schlechtes Gewissen haben, nur weil ich jetzt sehen kann oder nur weil man dabei ist und nicht schreibt, um Gottes Willen. Nein. Neo-Krypto, ich würde schon in Bitcoin Cash bezahlen. Gelegentlich. Hängt vom Preis ab. Nee, würde ich nie machen. Aber gut, das muss jeder für sich wissen. Singlebear MC, er meinte mit zu steil wegen Pilzsuche in den Bergen, wegen seinen Knie. Ja, da gibt es ja noch andere Möglichkeiten, ne? Aber gut, wenn das so ist, dann ist das eben so, ne? Deswegen meinte er das mit den Bergen. Okay.
Brillicoin. Also, auf jeden Fall habe ich heute etwas FOMO bekommen. Ah ja, wie soll das im Bullrun werden? Du wirst dich geil fühlen im Bullmarkt. Du wirst dich einfach nur geil fühlen. Du wirst auch Schmerz erleiden werden. Das wird jeder. Weil es werden auch Tage kommen, da denkst du dir, wow, warum fällt das um 10, 15% an einem Tag? Was ist denn los hier? Das ist ganz normal. Das heißt nicht, der Bullenmarkt ist dann vorbei. Das sind einfach nur Gewinnmitnahmen, ne? 23, also noch nicht so einfach. Aber wenn man will, geht alles. Okay. Daniata, unser White Blower, Sabri, auch hier eigentlich. Crypto Whitehead fehlt auch. Ich glaube, er muss mal sich ein bisschen entspannen. Crypto Whitehead. Sein Blitz. Bitcoin geht ja Richtung 31.000. Er ist schon mal 31.000. Und XRP, ja, hält sich noch halbwegs wacker, ne? Muss noch nicht mitgehen. 23. Gibt es nicht so eine Ledger-Kreditkarte oder von Binance, wo man quasi direkt bezahlen kann? Klar werden die Kryptos dann hintenrum in Fiat getauscht. Ja, gibt es von Binance und die Debitcard von Binance wird aber jetzt erstmal wieder gestoppt in Europa. Frag mich nicht, wieso, habe ich jetzt vor ein paar Tagen gelesen. Da gibt es wahrscheinlich wieder irgendwelche Probleme und Ledger wollte jetzt eine auch rausbringen oder hat sie, glaube ich, auch. Aber trotzdem, ich würde das niemals machen. Aber wie gesagt, erkundige dich damit und klar, warum nicht? Singlebear, die meisten Menschen wissen nicht mal, dass es Krypto gibt, besonders hier in den Bergen. Du, nicht nur in den Bergen. Auch in der Stadt hier in Bremen wissen die meisten null von Kryptos. Wenn, dann haben sie überhaupt mal gehört von wegen Bitcoin. Oder auch in Italien, da wo ich ja auch herstamme, aus Udinese in der Nähe. Letztens hat mich mein Cousin gefragt, der ist so alt wie ich, 41, was ich so investiere, ne, in was für Aktien. Und da habe ich ihm dann gesagt, ich investiere überhaupt gar keine Aktien. Aktien sind für mich absolutes Tabu. Da habe ich gar keinen Nerv mehr zu. Guckte mir, hat er mir gefragt, ja, aber was machst du mit deinem Geld? Lässt es nur auf dem Bankkonto liegen oder wie? Ich so, nein, ich investiere in Kryptos. In was für ein Scheiß? Ich so, in Kryptowährungen. Ich investiere in Kryptowährungen, wo was dahinter steckt, was in der realen Welt bald verwendet wird oder schon in der Verwendung ist. Und da habe ich ihn erstmal aufgeklärt. Da habe ich ihn erstmal gefragt, ja, kennst du denn Kryptowährungen? Ja, habe ich schon mal gehört, Bitcoin. Ah, okay. Aber es ist nicht Bitcoin, es ist ein anderes Projekt, es sind andere Projekte. Ja, also es gibt viele Menschen, kapieren es noch nicht, was Kryptos sind. Weil da redet man in der Öffentlichkeit auch nicht drüber. Es ist immer noch so ein Tabuthema. 23, ja, wenn einer Krypto sich anschicken würde, direkte Zahlungsmittel zu sein, würde es bestimmt verboten werden. Richtig, weil da hat der Staat ja dann die Probleme, wie kriege ich meine Steuern? Ne? Vor ein paar Jahren war es ja in der Türkei noch so, da konntest du mit Bitcoin alles bezahlen. Da haben die Händler tatsächlich Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert, bis die Regierung gemerkt hat, oh Kacke, ich kann ja gar nicht nachverfolgen, wie viel Steuern der dann zahlen muss. Also haben sie es verboten. Bonjika, hallo MC und alle anderen. Endlich mal wieder live dabei. Schön, freut mich. Ready Evil. Können die Validatoren bei der AMM zugestimmt haben, wieder ihre Stimme zurückziehen? Ja, genauso auch umgekehrt. Ne? Die Nein gestimmt haben, können sie auch wieder dahin zu Ja machen. Bonika, MC, eine Frage. Was ist mit der Untersuchung deines Ledgers? Nix. Nix. Die konnten nicht feststellen, wieso, weshalb, warum das passiert ist. Ne, es gibt mittlerweile schon 6 Fälle in Europa, wie ich gehört habe, denen das auch passiert ist. Aber man kann nicht nachvollziehen, wie das genau direkt passiert ist. Und von Ledger kriege ich auch keine Antwort. Also habe ich das jetzt abgehakt. Und ich kann jedem nur empfehlen, wenn er von Ledger was transferiert, transferiert erstmal eine kleine Menge, um zu gucken, ob die überhaupt richtig ankommt. Und ich, wie gesagt, ich finde es traurig, dass Ledger nichts macht gegen die NFTs. Ne? Sie könnten was machen, es machen andere Hardwarehersteller auch bei sich. Da gibt es keine schädlichen NFTs.
Und nicht einfach nur, ja, könnt ihr ja ausblenden. Nee, darf gar nicht auf Ledger Live in die Software irgendwie reinkommen. Johannes, ich hatte bei uns auf dem Campingplatz auch einen tollen Deutschen mit seiner Mutter. Wenn ich von den Wanderungen heimkam, bin ich immer an ihren Wohnwagen vorbei und sie fragten, wo ich gewesen sei. Auf dem Berg. So und so, sagte ich, und warte ihr auch schon dort. Er nur, gibt's dahin eine Autobahn? Nein, okay, dann sicher nicht, sagte er. Ja, das ist doch aber ganz ehrlich, wenn ich schon Camping mache in der Schweiz, dann gucke ich mir doch auch die Gegend an, oder? Ah nee, ich bin dann ja ein Deutscher. Also ich bin so, wenn ich irgendwo im Ausland bin, dann gucke ich mir auch das Land und die Leute an. Weil nur irgendwie von wegen Hotel und Pool oder Strand, das ist mir zu wenig. Ne? Also wenn, dann möchte ich auch Land und Leute kennenlernen und natürlich das Essen auch. Brillicoin, die Woche kaufe ich denn ein oder andere Coin noch ein? Oder lieber warten? Das kann ich dir nicht sagen. Ne? Also ich habe morgen Geld, ich kaufe morgen ein. Startrampe, die Vorbereitung für die Bargeldabschaffung laufen doch schon, ja, das schon seit 4, 5 Jahren. Alle Supermärkte haben immer mehr Selbstbedienungskassen, die meisten ohne Bargeldfunktion. Überall werden die Geldautomaten gesprengt und bald wird es auch teurer sein, mit Bargeld zu bezahlen, weil es den dann Gebühren kostet. Ja, ich bin ganz deiner Meinung, ne? Die werden das Bargeld total abschaffen und zwar sehr schnell. Vorbereitungen laufen schon, da hast du richtig gesehen. Und die meisten, wenn, müsst mal darauf achten, wenn ihr einkaufen geht. Wie viele Leute zahlen wirklich, die vor euch stehen an der Kasse, wenn ihr so in einer Kasse euch anstellt, so 4, 5 Leute sind vor euch. Wie viele davon zahlen noch mit Bargeld? Ich sehe kaum noch. Ich sehe meistens eine ganz alte Rentner, die holen dann ihr Portemonnaie raus, ja. Aber dann war's. Die anderen zahlen alle nicht mehr. Die Jugend zahlt schon mit dem Handy oder mit der Uhr, wie ich gesehen habe. Ich bin einer noch mit der Karte. Und das war's. Graf Olaf, wenn XRP rein theoretisch mit Gold gedeckt wäre, würde es vermutlich sinnfrei sein, große Mengen in Fiat zu wechseln. Theoretisch ja, praktisch wird es aber nie kommen. Uka, wie bekommt man die Europäer zur Einsicht von CBDC, wenn der Krieg in Ukra dem Terror in Israel nicht reicht? Wird man noch ein Szenario schaffen, der Europa unmittelbar betrifft? Dann wird sich auch der letzte Skeptiker fügen. Nein, das glaube ich nicht. Ich meine, unten in Israel, das hat sie eh schon ewig gebrodelt und da brodelt seit Jahrhunderten von Jahren schon. Und da nehme ich Israel jetzt auch nicht raus, dass sie jetzt ja die Heiligen sind, die provozieren auch ganz gewaltig. Ich persönlich finde das alles da unten schwachsinnig, weil es geht da um, früher war es Glaubenskrieg, jetzt ist es nur noch der pure Hass aller Seiten und es sind keine modernen Menschen in meinen Augen da unten. Mercedes-Stecker, Servus, oh, Bitcoin 31.200, ja, Neo-Krypto. Vor über 20 Jahren hatten die Menschen noch sehr viel Vertrauen im Staat. Jetzt ist das anders. Schau dir doch das Wahlverhalten an. Früher Blockparteien 40%, jetzt viel weniger. Ja, da gebe ich dir auch recht, ne? Aber ich kann die Menschen ja auch verstehen. Also ich bin einer, ich gehe immer zur Wahlurne. Ich mache auch keine Briefwahlen mehr, weil da ist ja auch schon einiges schiefgelaufen, wie man ja gehört hat. Also ich gehe wieder zur Wahlurne, auf jeden Fall. Das Problem ist einfach nur immer wieder, in den letzten 20 Jahren wurden die Leute so massiv verarscht von den Leuten, die was zu melden haben. Und sagen sich tatsächlich, es ist doch egal, wen ich wähle, die bescheißen mich eh. Das stimmt ja auch. Es ist auch egal, wer an die Macht kommt. Jeder wird dich irgendwie
bescheißen. Es kommt aber immer darauf an, wie stark. Man muss versuchen, für sich zu finden, das kleinste Übel. Das ist das große Problem, was wir immer haben und natürlich hoffen müssen. Single Bear, MC, deswegen bin ich oft auf Bali und in Thailand, wegen der Küche, Street Food. Ja, ich verstehe das absolut. Ne? Aber ich würde gerne in Bali und Thailand mir auch die Tempel und alles angucken. Ich bin zwar nicht religiös, aber die haben ja auch geile Kunst, muss man sagen. Die religiöse Kunst, sage ich ja immer dazu, wo ich sage, das interessiert mich dann doch schon wieder. 23, es ist so krass. Es gibt heute immer noch Leute, die für Bankgeschäfte und Überweisung zur Bank rennen. Ja, das ist normal, aber die alte Generation. Ne? Ich habe unter mir ja auch eine 83-Jährige sitzen, da bringe ich auch die Überweisung hin und alles. Das ist ganz normal, weil das Problem ist auch bei der älteren Generation ist. Es hat immer der Mann alles gemacht. Der ist dann verstorben und dann ist die Frau da und Kacke. Die kann vielleicht gerade mal bei der Bank das Geld abheben, weil sie früher es auch gemacht hat zum Einkaufen gehen. Es ist nun mal so leider bei der älteren Generation. Und alles andere hat sich immer nur der Mann drum gekümmert. Und diese Generation, genau diese armen Menschen, lässt man einfach stumpf im Stich. Single Bear, die Rentner kennen es eben nicht anders. Ja? Ja, es ist ja auch nicht verkehrt, ne? Also es ist ja auch nicht schlimm. Aber es wird für die natürlich eine extreme Umstellung. Monika, und nochmal eine Frage. Man kann auf Defi Lama die totale Wallu lockt anschauen. Wenn ich Polkadot anschauen, steht doch 0, ist das korrekt? Kann es überhaupt sein? Das weiß ich jetzt nicht. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. 23, ja, aber man kann ja mal dazu lernen, auch wenn man alt ist. Nein, ab einem gewissen Alter lernst du sowas nicht, ganz ehrlich. Ich möchte dich sehen, wenn du da, ich sag mal, 83, 84 bist und dann kommt dann da dein Urenkel an und sagt dann, na Opa, kriegst du das geschissen oder nicht? Und dann kommt irgendwas Neues, nicht Online-Banking, vielleicht schon das nächste. Das lernst du mit 83 dann auch nicht mehr oder mit 80. Du bist dann so in deinem Trott drin und nur das funktioniert. Das ist ganz normal. Sehen wir, wie soll man einen 70- oder 80-Jährigen noch beibringen, wie Online-Banking geht? Ja, nein, das funktioniert nicht. Das schaffst du natürlich nicht bei allen. Ne? Also es gibt welche, die sind immer noch fit und kriegen das hin, aber nein, die meisten schaffen das nicht. Quality, kenne zwei, die auch immer zur Bank gehen, um Überweisung zu tätigen. Die haben auch kein PayPal und die sind etwas über 30. So ganz ehrlich, meine Mitbewohnerin ist genauso. Nein, die ist absolut genauso. Die ist wie die Alten. Ja. Dann sollen die das auch machen, aber die bleiben irgendwann auf der Strecke liegen. Die müssen sich umgewöhnen. Und wenn du jung bist, sollte man das sowieso tun. 23. Alleine wenn ich sehe, wie viele Leute sich im Supermarkt in der Schlange an den normalen Kassen anstellen, anstatt die freie Selbstbedienungskasse zu nutzen. Ja, die haben aber Angst. Die haben Angst dabei, was falsch zu machen. Im Endeffekt machst du ja nichts falsch. Ich gehe auch lieber in die Selbstbedienungskasse. Ganz klar. Oder scanne da schon am Wagen ein und gehe nur noch zur Kasse und bezahle und fertig. Muss nichts mehr umpacken, nicht mehr rausräumen, gar nichts. Perfekt. Ich bin immer Early Adopter bei allem. Ja, warte mal ab, wenn du älter bist. Dann funktioniert es auch nicht mehr so. Das ist so wie, wenn du 20 bist, da kannst du noch schleppen ohne Ende, ohne Probleme. Da guckt dich dann ein alter Sack an, wie es bei mir immer war zum Beispiel, und sagt, ja, komm du erstmal mein Alter, dann wirst du schon merken, was am Rücken damit macht. Ich bin 41. Ich arbeite nicht mehr wie mit 20. Ich versuch's hin und wieder noch, weil ich die 20-Jährigen zeigen möchte, dass ich alter Sack immer noch besser bin.
Aber im Endeffekt, spätestens wenn ich dann zu Hause bin, merke ich meine Knochen. So, und das ist mit solchen Sachen genauso. 23. In der Volksschule gibt es Kurse für diesen ganzen Dinge. Online-Banking, Mobiltelefon und das ganze moderne Zeug. Man muss sich selbst nur interessieren, aber die Leute sind oft einfach zu faul. Nein, das hat mit Faulheit nichts mehr zu tun. Das ist einfach kein Interesse. Das hat 50 Jahre lang so funktioniert. Und so wird das die nächsten 50 Jahre lang für mich auch weiterhin funktionieren. Das ist einfach so. Ich habe 2013 selbst gemeint, um mal zu gucken, wie das so funktioniert. Ah, okay. Daniato, ich bin bei XRP bei 56 Cent eingestiegen. Dann fiel er auf 44. Ja, sehr gut. Olli, wann wird denn die Selbstbedienung aus dem Escrow geringer? So, dass die dicken Buben einsteigen. Oder ist jetzt nur Anwendungskurs steigend? Ja, das ist sehr schwer. Ne? Also ich sage sowieso mit Pump, wenn wir Glück haben, im nächsten Bullenmarkt mit viel Glück 10 Dollar. Ziel bei mir persönlich wäre, was Bullenmarkt betrifft und Pump 5 Dollar auf jeden Fall. Und alles danach ist Bonus, sage ich mal. Ne? Aber wie soll man das sagen? Das ist ja so die Sache, ich hätte ja mir auch gewünscht vom Gericht, vom Prozess, dass geklärt wird, was mit dem Escrow passieren muss. Aber passiert ja nichts. Ich kann es dir nicht sagen. Man muss hoffen, aber ich schätze mal, es wird weiter so gehen. 23. Für mich ist vieles auch nicht einfach. Aber wenn man interessiert ist oder man etwas will, dann geht es immer irgendwie. Vielleicht haben viele Leute auch einfach Angst, was falsch zu machen. Ja, natürlich, das ist der Hauptgrund. Und umso älter du wirst, umso schwieriger wird das für dich, auch was Neues zu lernen. Und dann hast du natürlich auch Angst, was falsch zu machen. Und deswegen lässt du es dann gleich. Quality, wenn Ripple Milliarden an XRP hat, wie soll der Preis dann jemals über 10 Dollar gehen? Geschweige denn viel mehr. Macht keinen Sinn mehr für mich. Dann hast du das System leider nicht verstanden bei der Verwendung von Banken. Und du musst auch immer eins bedenken. Ripple ist verantwortlich, dass das System läuft. Das heißt, wenn zu wenig Münzen auf dem Markt sind, müssen sie eben halt ihre Bestände aus dem Wallet verkaufen, damit wieder genug drin ist. Das Problem ist nur, Ripple darf aber auch nicht zu viel wieder verkaufen, dass der Kurs zu steil nach unten geht, wegen der Verwendung. Toll, du, meine erste Position ist bei 0,25 und habe im Q1 2018 nicht verkauft. Gier frisst Hirn, aber man lernt ja. Ja, kenne ich gut, ne? Bonica, und noch eine Frage. Wir sind alle so bullisch auf XDC. Ich habe mal bei XDC-Scan.io mal die Blöcke angeschaut und die Blöcke angeschaut. Da sind die meisten Transaktionen bei Null, so gesagt. Leertransaktionen. Oder verstehe ich da was falsch? Hatte doch nichts gut zu sagen, oder? Doch, im Endeffekt schon. Man muss ja bedenken, XCC kann ja in der Regel auch noch nicht verwendet werden, groß. Gerade in der Finanzwelt nicht. Weil da haben wir das gleiche Problem. Es muss ein System gestartet werden, damit alle natürlich davon profitieren. Und es ist leider der XRP Ledger. Es ist leider die Ripple-Technologie. Solange müssen alle anderen warten. Und diese Null-Transaktion habe ich mir auch schon mal angeguckt. Sind ja nicht immer ganz komplett Null. Das sind einfach nur Testtransaktionen. Johannes, das mit dem Kryptos direkt bezahlen, wird, glaube ich, jetzt noch niemand hier machen. Und die Coins, die keine Verwendung haben und nur im Bullrun-Markt hohe Kurse erreichen, mit denen macht man das auch nicht. Aber wenn du einen Coin wie XRP hast,
und der seinen hohen Kurs mit der Verwendung erreicht hat, dann ist es ja egal, ob man mit XRP direkt ohne Gebühren einkaufen kann oder soll man dann zuerst die Coins versenden, dann umtauschen und auszahlen. Dabei fallen überall Gebühren an. Daher Karte ja. Die Frage ist für mich einfach nur bei solchen Sachen, wie sieht das steuerlich dann aus? Ne? Da müsste man sich tatsächlich schlau machen, wie sieht das steuerlich aus, weil du verkaufst ja deine Kryptowährung. Klar, es wird ja im Hintergrund dann getauscht in Fiat-Geld, damit der Händler ja das Geld kriegt. Aber die Frage ist ja tatsächlich, wie sieht das für mich persönlich dann aus mit der Steuer? Klar, in Deutschland, wenn ich die ein Jahr gehalten habe, könnte ich ja belegen, hier, das sind, ne, muss ich die Ka von der Karte die Abrechnung natürlich auch behalten und dann da zusammenfassen. Dann kann ich beweisen, hier, die Menge habe ich gekauft, die Menge habe ich dann übers Jahr genau diese Menge dann verkauft. Aber ansonsten, das stelle ich mir immer so ein bisschen knifflig vor. Singleware, bei uns in der Schweiz kommen die Rechnungen nur noch mit einem QR-Code. Ein 80-Jähriger verzweifelt an solchen Dingen, was ich verstehen kann. Ja, ich auch, absolut. Ne? Das ist ja auch die Sache, wo ich immer wieder sage, Mensch, Modernität ist ja auch super, aber man muss auch an die alte Generation mal denken. Man muss es denen beibringen oder wenigstens für die das alte System parallel noch laufen lassen. Ich sag mal jetzt noch so 20 Jahre weiter. Feierabend. Graf Olaf, man kann den Wind sowieso nicht ändern, aber man kann die Segel richtig setzen. 23, ja, jetzt sollte man natürlich in Bern nicht mit Kryptos bezahlen, aber wenn man bald einen Ferrari für 0,45 XRP kaufen kann, dann ist es ja legitim. Ja, aber wie sieht das mit den Steuern dann aus? Das ist immer die Frage. XRP, Krypto, Superman, da war doch was. Ja. Graf Olaf, ein bekanntes Zitat. 23. Wow, nicht, dass das ein Backdoor im Ledger ist. Ich habe aktuell nichts mehr auf Ledger. Null und nix. Okay, ich denke, die Krypto-ETF werden das Thema massentauglicher machen. Wer als Otto-Normalverbraucher traut sich bei einer komischen Kryptobörse anzumelden, um richtig Fiat-Geld in komischen Coin und Token zu tauschen und dann noch auf Cold Wallet. Da sagen die meisten, danke fürs Gespräch, lacht. Deswegen kommen ja jetzt die Banken ins Spiel mit rein, die für ihre Investoren Kryptos kaufen und bei den Banken halten. Massenadoption in der Kryptowelt, sage ich nur. Kundengewinnung. Ja, die Leute, die sowieso über Banken investieren, vertrauen den Banken. Gott, wer weiß wieso, ist ja auch egal, sollen sie ja. Aber die Banken machen ja die ganze Arbeit. Der Kunde gibt nur das Geld hin und sagt, ja, ich möchte dann zum Beispiel, ich sag mal ganz einfach Bitcoin kaufen. Ja, ich habe jetzt 10.000 Euro, ich möchte für 10.000 Euro jetzt Bitcoin haben. Und das wird denen dann gut geschrieben auf ihr Konto die ganze Zeit. Ganz einfach. Baniator, an die Neuen hier, guckt euch auch mal den Wahrsager Martin Zoller auf YouTube an. Blick hinter Raum und Zeit. Da gibt es Aussagen von Bitcoin und XRP. Müssen dieser Jahr im Juli gewesen sein. Okay, Startrampe, glaube Juni oder Juli. Brillicoin, oh je, jetzt mache ich mir schon Sorgen wegen Ledger. Welches Hardware-Wallet ist dann wirklich sicher? Mano, Ledger. Ich kann dir nicht sagen, welches sicher ist. Ich kann dir nur sagen, was ich benutze noch neben Ledger. Und das ist natürlich noch das Decent Wallet. Johannes, das hast du gesagt, nicht ich. Aber ja, sie waren nur auf dem Camping mit Bier und Grill und ab und zu mit dem Auto einen kleinen Ausflug gemacht. Aber ich war oft bei ihnen vorne
zum Plaudern, aber ich musste meinen Pepsi selber mitbringen. Sie hatten nur Bier und Wein. Ja, das ist traurig, dafür fahre ich doch nicht ins Ausland, ne? Also ganz ehrlich. Aber okay, wenn es den Menschen reicht, dann ist es okay. Graf Olaf, sag niemals nie. Startrampe, ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal drüber nachdenken würde, auszuwandern. Aber wenn alles so weitergeht, bin sogar ich soweit. Ah, es wird sich ganz. Also, ich glaube, was Deutschland betrifft, wird sich das um 360 Grad nicht, aber so um 180 Grad könnte sich so einiges hier drehen. Es wird, ich glaube, es wird schlimm hier in Deutschland erstmal. Weil ich sag's ganz ehrlich, ich sehe es so, dass die Zügel viel zu locker sind bei der Bevölkerung. Man muss sie härter wieder anziehen. Und was die Politik der Einwanderung betrifft, die hat schon seit 50 Jahren hier total versagt. Da muss man wirklich einen Riegel vorschieben und hart durchgreifen. 23. Wahl über Blockchain wäre doch absolut problemlos und sicher. Natürlich, dann könnten wir sogar endlich sagen, zu 100%, wir haben eine demokratische Wahl gehabt. Im Moment denke ich eher, dass wir innerhalb von Europa keine demokratische Wahl mehr gemacht wird, ohne dass da irgendwo manipuliert wird. Ist egal welches Land im Moment. Deswegen, ich wäre ja auch dafür. Über Blockchain Abstimmung. Aber es wird nicht kommen, weil dann könnten die einen oder anderen nicht mehr an der Macht sein. Seidenblitz. Das neue iPad ist klasse. Kann MC in Bett gucken. Und das freut mich aber. Daniata, bei mir kümmert sich die Frau ums Geld. Ja, du, ne? Warum nicht? Das wollte meine Mitbewohnerin auch jahrelang bei mir. Aber ich bin ja nun mal ein geschädigter Mann, ne? Durch meine Ex-Ehe. Weil ich war ja auch so doof. Hab natürlich vertraut, wir haben Konten zusammengelegt, ja, und die hat das Konto natürlich leer geräumt, ne? Und seitdem habe ich gesagt, ne, jeder muss sein eigenes Konto haben. Absolut. Alles andere interessiert mich nicht. Olli, ich weine fast. Ich bin mit Link fast 60% im Plus. Welches Kursziel ist realistisch? Tja. Welches ist für dich realistisch? Ab welchem Kurs möchtest du verkaufen? Ab wann bist du steuerfrei? XRP Alko, meine Mutter, 83, hat ein Handy bekommen. Was eine Katastrophe. So blickt es nicht. Sie blickt es nicht und lässt es auch dauernd aus. Kostet ja Akku. Ja, das ist aber normal bei der Generation, ne? Kannst du nicht ändern. Das ist normal. Man sollte sie auch dann nicht überfordern mit sowas. Startrampe. Link macht mich gerade auch glücklich. Allerdings habe ich da verpasst, noch richtig groß einzukaufen. Egal. Alles, was Gewinn ist, zählt. Richtig. Natürlich, ihr werdet euch über viele, viele Coins, die ihr habt oder Gelegenheiten, die ihr hattet, werdet ihr euch im Bullenmarkt wirklich schwarz ärgern, weil, ach, hätte ich doch damals noch richtig reingeballert. Das ist ganz normal. Sanremo, also 70 ist kein Alter, um mit den neueren Sachen umgehen zu können. Ab 80 stimmt das allerdings bei den meisten. Es kommt natürlich auch immer auf den Menschen an, ne? Aber ab 70 wird schon schwieriger. Sanremo, man muss nur wollen. Ja, und da ist ja das mal größte Problem, ne? Uka, geh doch allein schon mal zum Bahnhof und zieh dir das richtige Ticket für deine Strecke im richtigen Verkehrsverbund. Ne, ich habe das einmal versucht, um Gottes Willen. Da habe ich sogar schon Probleme, deswegen mache ich das schon online. Ne, schön zu Hause, alles gut. Aber direkt am Bahnhof, am Ticketautomaten, da kriege ich ja die Krise mit dem Scheiß. 23. Auf der anderen Seite freuen wir uns dann natürlich, wenn wir heute Leute mit hohem Alter haben, die sich dann noch mit Kryptos auseinandersetzen. Ja, aber das ist ja nicht die Regel, das ist ja nur die Ausnahme. Das sind wirklich die, die auch fit sind.
die sich auch immer im Leben schon für was Neues mal interessiert haben. Aber der Mensch ist normalerweise ein Gewohnheitsmensch und Gewohnheitstier, wie ich das immer so schön sage. Und das, was 20, 30, 40, 50 Jahre lang gut gelaufen ist, das bleibt auch so. Damit kenne ich mich aus, das mache ich weiter so und da gibt es auch nichts dran zu rütteln. So sind die Menschen, das ist normal. Johannes, eine Selbstbedienungskasse mache ich nur ab und zu. Da ich nicht für die Läden arbeiten möchte, ich zahle ja die Artikel. Und außerdem nehme ich so den Kassiererinnen und Kassierer ihren Job weg. Kannst du gerne machen, aber wenn du siehst, was für Personal meistens dann vor mir steht, die muffelig und dieses Zerknirschen im Moin rauskommt, da denke ich mir auch, ey, bleib doch mit dem Arsch zu Hause. Das ist nicht kundenfreundlich, ich könnte so eine knallen schon. Ne? Und Kundenservice, Kundenfreundlichkeit ist, wo ich lebe, wohl irgendwie ein ganz gewaltiges Fremdwort. Ich kenne das so, Kunde ist König. Brillicoin, also das mit der Selbstbedienungskasse mag ich gar nicht. Bin sogar voll dagegen. Dann lasse ich schon Geld liegen und muss mich selbst abkassieren. Also ein bisschen will ich mich schon als Kunde fühlen dürfen. Oder stehe ich damit alleine da? Also ich persönlich nicht. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Ne, Selbstbedienungskassen oder gleich am Wagen einscannen und dann nur noch an die Kasse gehen, die Nummer vom Wagen angegeben wird und dann mit Karte zahlen und fertig. Cambeam, wartet nur ab. Bis ihr Richtung 60, 70, 80 geht. Ich sehe es bei den Eltern und Verwandten. Schwere Erkrankungen wie Demenz kommen dazu. Und viele sind schon mit den Bankautomaten total überfordert. Erst recht bei Online-Banking. Deswegen finde ich es auch so furchtbar, dass die Bankfilialen immer weiter ausdünnen, weil die Jungen paar Euro sparen wollen. Ewig lange Wartezeiten sind die Folgen und die Alten kommen gar nicht mehr klar. Ja, gebe ich dir absolut recht. Gebe ich dir absolut recht. Man muss, es ist ja in einer Sicht alles in Ordnung. Man möchte modernisieren und. Man muss aber auch immer an die Alten denken und irgendwie eine Zwischenlösung finden. Uka Ambrilli, es wird vermutlich immer mehr ohne Service und Personal umgestellt werden. Wenn du dann damit nicht klarkommst, gibt es eben X zu füttern. Keine schöne Welt. Daniato, ich bin stur geworden, will, dass XRP und VeChain so abgeht wie einst Quant. BNB Solana bedeutet im Umkehrschluss, XRP muss 589 erreichen. Dafür warte ich gerne noch bis zu 4 Jahre. Warte einfach ab. Warte einfach ab. Es wird schon geil werden. Brillicoin, Uka, ich werde es jedenfalls so lange umgehen, wie nur geht. Bin halt auch nicht mehr die Jüngste. Die Jüngste? Auch bist du weiblich. Und andere Umgang erlebt. Zwischenmenschliche Begegnung und so weiter traurig für die kommende Generation. Bin froh, dass ich noch die Zeit erlebt habe, in der man noch menschlich sein konnte und auch mit dem letzten Pfennig an der Kasse abkassieren wurde. Herr D-Mark. Ja, gebe ich dir recht. Nein, die Generation, die jetzt so heranwachsen, das ist geil. Die sitzen eben dann da und schreiben sich. Ja, also die gucken sie nicht an und reden, das ist ja schon zu viel. Die schreiben sich. 23. Ich kann das Hardware-Wallet aus der Schweiz empfehlen. Alles, was aus der Schweiz kommt, ist gut. Okay. Daran, wie die Menschen schaffen sich spätestens mit KI selbst ab. Es reicht ja jetzt schon, wenn man sieht, was so in der Stadt rumgammelt. Da ist nichts dabei, was Zukunft gestalten könnte. Ja, und deswegen sage ich auch, ich kriege keine Rente.
Die Rente, wer daran noch glaubt, also so ab 41, so wie ich ja bin, und denkt von wegen, er kriegt noch eine dicke Rente, der kann sich schon warm anziehen. Er bleibt trotzdem hier in den Bergen. Und wenn ich genug habe, fahre ich mit der Bahn nach Zürich, setze mich in einen Flieger und kann die ganze Welt bereisen. Johannes, bei Direktverkauf von Kryptos ist es in der Schweiz egal, ob ich direkt etwas kaufe oder ab oder ob auszahlen und dann kaufe. Kostet beides keine Steuern, nur wenn Stand am Abend vom 31.12. ist relevant für die Steuer, egal ob auf dem Ledger, Bargeld, Börse oder Bankkonto. Nur das Geld muss für unverschämte. Ja, das ist wirklich eine Unverschämtheit, dass ihr so einen riesen Steuersatz habt. 0,33% als vermögensversteuert werden. Ja, da gebe ich dir recht. Da würde ich mir auch Albträume haben, du, bei so einem Steuersatz. Doc Azzarola, hast du Belege für Wahlmanipulation in Europa? Leider noch nicht. Startrampe Sommer in der Schweiz, Winterhalbjahr auf den Kanaren. So sieht ein Traum aus. Onkel Igel, Tau macht mich glücklich, okay. Latoni, abonniert mit Prime zum fünften Mal schon, Dankeschön. XRP Heiko, ich war ja schon bei McDoof überfordert, als ich mit meinem Enkel dort war, Auswahl am Bildschirm und ich bin Informatiker, bin dann an die Theke. Okay, nee, das kriege ich noch hin. Aber das kann ich mir vorstellen, ja. Eins mal Informatiker, hast du Nixdorf-Maschinen gelernt, wa? Na, damit nichts zu tun. Du wirst da wirklich erschlagen, eigentlich an der McDoof-Tafel, muss man ganz ehrlich sagen. Die prügeln wirklich den letzten Cent im Endeffekt aus dir raus, dass du da alles kaufst. XRP-Eiko, und noch was Lustiges, war mit meinen Eltern wegen meinem Geburtstag essen. Es gab keine Speisekarte, alles über Handy mit QR-Code. Meine Eltern sind fast ausgerastet. Ja, das verstehe ich. Ja gut, da hättest du mal ein bisschen vorher aufpassen müssen, ne? Johannes, das war für mich auch ein Schreck, als ich vor circa 10 Jahren mal wieder mit dem Tram nach Basel musste. Da habe ich doch tatsächlich eine alte Frau gefragt, wie man da einen Fahrschein lösen muss. Sie hat es mir gerne gezeigt. Ja, siehst du. Ja, man kommt schon durchs Leben. Ne? Auch die ältere Generation hier in der Stadt kommt noch durchs Leben. Aber wenn ich so bedenke, die ältere Generation, die so auf dem Land lebt, das ist natürlich wieder eine neue Hausnummer, ne? Dominion-Wahlmaschinenbetrug. Johannes, bei uns im Laden sind die Arbeiter noch freundlich und sie kennen mich mit Namen. Nicht alle, aber fast. Ja, siehst du, hier, pf, Gottes Willen. Du hast teilweise Schiss, dass die Kassiererin über ihre Kasse springt und dir ins Gesicht springt, nur weil du als Kunde da stehst und ja, ich würde ja gerne meine Produkte, die ich gerne erwerben möchte, bezahlen. So gucken die dich an. Also das macht keinen Spaß mehr. Deswegen gehe ich lieber dann an die Selbstbedienerkasse, da habe ich keine Hackfresse vor mir und bin dann wieder raus. Bonika, zum Thema Frauen und Geld. Meine Frau, die jetzt weg ist, wollte immer ein gemeinsames Konto haben. Ich sagte immer, kündige deine Sparkasse und komme zu mir. Ich muss keine Gebühren zahlen. Und der sein Sparbuch noch in deinem Konto hat, ist dann auch weg. Ich sagte nur nein. Ich behalte meine Sparkasse, aber ich will bei dir dabei sein. Und dann heißt es, du bist geizig. Ja, das ist normal. Ja, das ist normal. Daran, die Alten werden gerne vergessen. Denn die zahlen ja nichts mehr ins kaputte System. Die wollen nur noch Geld haben. Komischerweise haben aber gerade sie Jahrzehnte das System überhaupt gefüttert. Und diesen Luxus, den wir jetzt genießen dürfen, aufgebaut. Ja,
der jetzt ja erfolgreich zerstört wird. Bonjeka, dein Ehemann wollte schreiben, ist mit bei ihrem Konto noch angegeben, Ex-Mann. Hm. Mercedes-Stecker, sorry, ich zahle alles bar. Selbstbedienungskassen spart Leute ein und so weiter. War einmal an Selbstbedienladen. Da habe ich nur die Hälfte bezahlt, selber schuld. Johannes, ja, wir im Flachland in Basel haben Regen und auch nur 10 Grad. Geht in der Nacht noch auf 6 Grad runter. Oh, ist ja genauso wie hier. Johannes, jetzt 23, ich komme auch aus der Schweiz. In dem Fall bin ich auch gut. Monika, Mann, diese automatische Wörteränderung regt auf. Dann schreibt man was Falsches. Macht doch nichts. Single BMC, wenn ich heute sehe, man kann für 40, 50 Euro Flug buchen, um Städtetrip zu machen. Egal ob Lissabon, Rom, Istanbul, Barcelona und viele Städte mehr, um dort Fresstouren zu machen. Zum Beispiel eine Woche immer. Da hast du recht, ne? Brillicoin, ja, MC, ich bin ein Mädchen. Ui, höre ich mich an wie ein Mann? Nein, das nicht, aber ich dachte so wie ein Brillicoin. Ist nicht so ein typischer Frauennickname, ne? Sollte ja auch nicht abwertend sein. 23. Es gab doch schon Wahlhelfer, die zugegeben haben, dass sie Stimmen von anderen Parteien einfach zu den Grünen dazugerechnet haben, in Berlin beispielsweise. Nicht nur in Berlin, auch hier die Wahl in Bremen war nicht erlaubt im Endeffekt, weil ein ganzer Wahlbezirk wurde angeblich falsch gezählt, also ungültig gezählt, und die Wahl ist trotzdem in Kraft getreten. Also das Ergebnis, wo man eigentlich gesagt hätte, wir müssen doch mal neu machen, wir haben Scheiße gebaut. Wäre ja auch in Ordnung, oder? Aber nö. Wird so akzeptiert. Startrampe. Ihr werdet das nicht glauben. Hab gerade wieder meinen XRP-Kontostand erhöht. Dabei wollte ich doch gar nichts mehr kaufen. Ja, das geht automatisch. Das ist ganz normal. Das ist eine Automatisierung bei dir schon. Gab Urlaub. Es gab stellenweise auch keine Wahlzettel mehr an den Urnen. Waren keine Schlösser oder man konnte sie öffnen. Ja, es ist schon schlimm. Deswegen, also es muss endlich aufhören und vernünftig gemacht werden. Deswegen Blockchain, da hab ich schon vor 6 Jahren mit einem Kollegen drüber gesprochen. Wäre eigentlich eine geile Sache, aber der hat ja auch zu mir gesagt, du ganz ehrlich, das wird nie passieren, weil dann können sie nicht mehr manipulieren. Startrampe, egal. Irgendwie muss ich die Trüffel ja bezahlen. 21, ist dir das Portemonnaie ausgerutscht oder wie? XRP, too big. MC, denkst du nicht, dass sich die Art der Steuer gegenüber XRP sich in Zukunft ändern könnte? Da es ja eher ein Werkzeug Brückenwährung ist und meiner Überzeugung eher wie Geld versteuert werden sollte, also gar nicht. Nur bei der Verwendung. Theoretisch gesehen hättest du recht. Und mit meiner Aussage bin ich auch doof, ne? Es ist ja so gesehen die Verwendung, wenn man damit direkt dann verkauft. Was kauft. Ja, aber das muss erst geklärt werden, ne? Ob das dann so auch ist. UK, es steigt, bis MC zuschlägt. Dann droppt auf 30 Cent. Das könnte passieren, ja. Das könnte wirklich passieren. Ja, ist ja klar, es geht weiter hoch. Ich krieg ja morgen mein Geld und dann kann man ja kaufen, ne? Das ist wieder so typisch. Aber ist mir egal. Ich krieg's, wird gleich verschoben in Krypto und weg. 23. Wir erteilen MC einfach ein Kaufverbot. Das kriegst du leider bei mir nicht hin. Hopati, was sagst du zu aktuellen Tangem 2.0 Hardware Wallet? Oder komplett uninteressant für dich? Für mich persönlich uninteressant, deswegen kann ich dazu auch nichts sagen. Einige sagen, das ist das geilste Ding der Welt. Keine Ahnung, ich hab's nicht. Uka, das hoffe ich auch. Toll, du. So, gute Nacht zusammen. Das geht ja von Tag zu Tag länger hier. Ja, ich bin wieder ein bisschen fitter, ne? Startrampe. Nun bin ich
auf den Trip so lange zu kaufen, wie es doch DC verbessert. Ich kaufe jetzt nur noch, ist mir egal. Na, also bis April auf jeden Fall. Und danach schaue ich dann. Johannes, nein, ich bin 59 Jahre alt, habe nur auf den Spruch von 23 geantwortet. Ah, Startrampe. Ha, da bin ich noch ein junger Hüpfer mit meinen 57. Toll, du. Gute Nacht wünsche ich dir natürlich auch. Daniator. Ich bin 55. Single wäre, ich bin noch 54. Scheiße, bin ich hier das Küken mit 41 oder was ist hier los? 23, das Tangem 2.0 mit Seed führt ja die eigentliche Idee des Hardware Wallets absurdum. Leider. Okay. Daniator, dann sind ja fast alle hier im Club der alten Säcke. Man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Also dann wäre ich der Älteste, aber ich fühle mich schon als 80-Jähriger. Single, das sind wir. Papi spielt. Grüße, liebe Familie. Uff, leider bei mir viel zu tun. Schau mir nachher nochmal alles von vorne an. Dankeschön. Ich hoffe, es geht euch allen und unserem Großimperator MC ist wieder auf Kurs. Ja, ein bisschen, ne? Toll, du MC muss euch per Sie ansprechen. MC muss euch per Sie ansprechen. Hallo, wir sind eine moderne Gesellschaft, ne? Also so nicht mehr hier. Ich finde das schlimm, wenn man mich besitzt, ne? Sei ganz ehrlich. Auch wenn mal ein junger Mensch kommt, also jünger wie ich, so gerade mal 20, aus den Windeln raus und ein bisschen Anstand hat, das ist ja auch selten geworden, und mich am Anfang erstmal siezt, das finde ich ganz schlimm. Singleware, umso früher muss Ripple und XRP endlich mal abliefern. Brillicoin, ich kaufe die Woche auch noch ein. Ich glaube, wir sind alle süchtig nach Kryptos. Hoffentlich am Ende finanziell frei und süchtig. Ich kann dir versprechen, du wirst spätestens nach dem Bullenmarkt hat die Kryptowelt dich absolut in der Hand und du bist süchtig. Auch wenn du, sagen wir mal, du hast Millionen gemacht, ich garantiere dir. Und du sagst, ich möchte nie wieder was damit zu tun haben. Ich garantiere dir, 6 Monate später wirst du wieder anfangen, Kryptos zu kaufen. Okay, die Frage wäre bei so vielen von uns bei 50 plus, wieso sind wir hier und in Krypto investiert? Sind wir pfiffig oder verzweifelt und greifen nach dem letzten Strohhalm vor der Rente? Da hätte ich mich raus. Daniator, jep, süchtig, klingt gut. Und schlecht gleichzeitig. Serafino, bin vor kurzem 25 geworden. Ach Gott sei Dank. XRP, too big, bin 50. Adrodon, heute 36 geworden. Heute auch herzlichen Glückwunsch. Chris for Crypto, hab mir auch zusätzlich noch das Tangem 2.0 bestellt. Kann noch nicht viel darüber sagen, da es noch nicht eingerichtet ist. Ich habe mich aber sehr gut darüber informiert und hat mich absolut überzeugt. Sanremo, naja, MC, meine Kinder sind älter als du. Da müsste ich mich mit dir sowieso nochmal unterhalten. Ne? Du bist bestimmt ein richtiger schwerer Nöter früher gewesen. Ne? Ich will ja gar nicht wissen, wie viele Kinder du rumlaufen hast. So wie du drauf bist, ich glaube, du warst, ich glaube, Fernsehen gab es im Winter bei dir, glaube ich, nicht. Ne? 23. Das Schöne am Tangem ist, dass man Luna Classic drauf machen kann. Doc Azzarola, 57. Chris for Crypto, auch geil. Johannes, Teneriffa wird auf einen Schlag zur Rentnerinsel. Hallo? Man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Wie oft muss ich es noch sagen? Ne? Und wenn man eine Lebensumstellung hat, dass man nicht mehr zwingend arbeiten muss, ich glaube, dann werden wir uns alle ganz schnell wieder ganz jung fühlen.
Habe ich gespielt. Stimmt es, dass es in Teneriffa ein Spaßbad gibt? Du brauchst nicht in irgendein Schwimmbad gehen auf Teneriffa. Teneriffa ist eine Insel, da ist das Meer, du hast den Strand. Was willst du denn mehr? Startrampe, hast du eine Patch mit 1% auf der Jacke? Ich glaube nicht, dass du mich ansprichst, ne? Hast du den Patch mit 1% auf der Jacke? Ach, da oben, UK, sogenannte 1%. Sanremo, ja, der beste We Wasserpark Europas. Kannst du googeln? Siam Park. Wobei, ich bin 59 Jahre alt und ich hoffe, mit 60 habe dauerhaft Urlaub. Aber jetzt danke MC für die nette Runde. Morgen früh Dienst. Gute Nacht, Community. Wünsche ich dir auch. Gute Nacht. Papi spielt Brillicoin. MC meint zu mir, so ein Krypto-Run ist besser als Sex. Ich bin gespannt. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Das Schlimme ist, danach wirst du aber süchtig, ne? Klar, nach Sex sind wir ja auch süchtig, aber das ist noch viel geiler als Sex. Das garantiere ich euch. Daran, ich bräuchte für das Spaßbad erstmal eine Fettabsaugung. Ach Quatsch. Warum? Außerdem ist doch egal, wie man aussieht. Sollen die Leute doch denken, was man will. Du hast später ein dickes Portemonnaie, ein dickes Konto. Wen interessiert's? Ne? Und ganz ehrlich, wir sind ja nicht mehr in einem jungen Alter, sag ich mal, wo wir mit Adoniskörper glänzen müssen, um irgendwas Weibliches abzukriegen, oder? Sanremo, was für Fernsehen? Was ist Fernsehen jetzt? Okay, eine gute Antwort, da weiß ich Bescheid. Startreiber, die Rente ist fern und wir werden sehen. Genau. Ruhrpotti, ja, gibt ein mega geiles Bad auf Teneriffa. XRP too big. Bin fitter als meine Kinder und habe auch mehr Ahnung als meine Kinder von Krypto und AI. Okay, Single Bay auf Teneriffa soll es wirklich der größte Badepark geben. Das habe ich auch. Das ist traurig, aber finde ich geil. Na, dass ihr mehr Ahnung habt, obwohl ihr ein gewisses Alter habt und eure Kinder haben von null Ahnung. Das finde ich immer geil. Papi spielt, wie sage ich dann meiner Dame, dass ich nun eine andere Leidenschaft habe? Ein paar Wochen, alle paar Jahre? Du wirst dich danach sehen. Du wirst verzweifelt sein. Du wirst. Oh. Aber dann wirst du den nächsten Bärenmarkt sagen: oh, okay, ich weiß ja, was kommt, ne? Es dauert zwar ein bisschen, aber es lohnt sich. Startrampe, wir sind jedenfalls der restliche 95% voraus. Ja. So, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Montagabend. Morgen nicht so. Hier buckeln am besten, ne? Genießt es ein bisschen. Lasst es auch noch auf euch ein bisschen einwirken, die Kurse, dass es ein bisschen mal höher steigt. Ja klar, Bitcoin macht wieder seine 5%-Runde fast. Und von daher, oh, der kleine Hundecoin hat auch mal eben 5% wieder. Link, 9%, ey, geile Sache. Warum nicht? Das ist ja auch noch so eine Sache, was ich noch sagen wollte, ne? Warum, wenn Quant ja so ein geiler Scheiß ist? Warum hat Swift nicht Quant genommen? Quant kommt aus Großbritannien, ne? Von der Finanzwelt. Johannes, ich glaube, wenn wir alle zusammen sind und da der ein oder andere etwas mehr hat auf den Rippen, die sieht man bei mir übrigens nicht mehr. Ah, die Rippen. Ist es nicht mehr so schlimm und ich traue mich dann auch mal wieder in den Badelandschaft. Ganz ehrlich, es ist doch scheißegal, wie man aussieht. Ich lege auf sowas sowieso gar keinen Wert, wie man aussieht. Ne? Weil ich bin sowieso der hässlichste Vogel dann da. Keine Panik. Singer, guten Abend alle zusammen. Okay, muss man im Bullmann also immer mit einem erigierten X rumlaufen? Oh, das habe ich nicht bedacht.
Liebes XRP, bleib bitte unter 50, bei 50 Cent. Ah, du wirst dich fühlen wie ein Gott oder wie eine Göttin. Das ist fantastisch, der Bullenmarkt. Brillicoin, ich muss mich schon verabschieden. Hab Frühschicht, 4:30 Uhr. Klingelt wieder. Gute Nacht, MCU Community. Gute Nacht. Ich hau ja jetzt auch ab. Und von daher wünsche ich euch natürlich noch einen wunderschönen Montagabend. Und wir sehen uns morgen sicherlich den einen oder anderen um 20:20 Uhr wieder hier auf Twitch. Und bis dahin sage ich auf Wiedersehen.